Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk. Brilliant goal! Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal. Alles zur WM der Frauen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Rasenfunk am WM-Spieltag 4. Offenbar habe ich jegliche rhetorische Fähigkeit verloren. Gestern schon ein Desaster. Heute beginnt der Start schon sehr, sehr vielversprechend. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich habe euch das jetzt nur gesagt, weil das eine der wenigen Informationen ist, die ich offenbar halbwegs unfallfrei herausbekomme. Und der Hinweis, dass ich auf Mastodon Social der Edgenetzer bin. Nee, nicht mal das geht. Okay, ihr seht, die WM ist für mich schon viel zu lange. Gott sei Dank habe ich frische Einsatzkräfte hier, frische Gäste unverbraucht im Rasenfunk, also im Rasenfunk generell nicht, aber bei dieser WM. Ich begrüße hier zum einen die liebe Jolle. Hallo Jolle, schön, dass du hier bist. Hallo, und unverbraucht hast du gesagt, ne? Also, ich hoffe doch, dass dich jetzt dieser eine Tag Vorbereitung noch nicht komplett erschöpft hat, so wie ich dich kenne. Das kann auch gar nicht sein. Ja, sie wackelt mit dem Kopf. Und ebenfalls hier ist Michael Schröder. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Max, im Rasenfunk. War nicht schlecht eigentlich. Passt zur Intro-Musik. Aber wirklich. Auch wenn's ja, also ich habe ja Rasenfork verstanden. Rasengabel. Auch nicht so schlecht. Es ist die Auskopplung des Rasenfunks für alle ITler da draußen. Es ist der Rasenfork dann. Aber gut, das ist jetzt etwas anderes. Wenn ihr das nicht verstanden habt, geht auf GitHub und fragt da mal nach. Die werden dann sagen, hättest du googeln sollen. Bevor wir loslegen, bedanke ich mich noch bei Peter Paul, bei Blog Agrar, ganz liebe Grüße, sehr, sehr viele Tweets schon ausgetauscht, bei Stubi und bei Nacho, sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Unter rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und jetzt wissen wir auch, was ich auf jeden Fall unfallfrei sprechen kann, nämlich genau diese Passage. Das war doch flüssig. Wir wollen heute über drei Spiele sprechen. Drei Gruppen haben wir heute gesehen, Gruppe G, E und F. Und am Ende der Sendung gibt es auch noch eine Vorschau auf das deutsche Spiel, morgen Deutschland gegen Marokko. Aber jetzt lasst uns zunächst mal mit beginnen, mit dem, was wir an dem heutigen Sonntag gesehen haben. Es ging los in der Gruppe G mit dem Spiel Schweden gegen Südafrika. Da konnte Südafrika in der 46. Minute durch Hilda Magaja mit 1:0 in Führung gehen. Fridolina Rolfö, also wird hier als Torschützin geführt. Es war wahrscheinlich eher ein Eigentor, aber das Ergebnis zählt. In der 65. Minute steht es 1:1. Und dann, Jolle, in der 90. Minute kommt Amanda Illstedt zu ihrem gefühlt 100.000. Kopfballduell, das sie gewonnen hat, nach einer Ecke. Und das führt dann zum sehr, sehr späten 2:1 für Schweden. Es war eine zähe Angelegenheit. Warum? Ich finde, das Schweden kam mir vor wie hinter einem grauen Schleier. Ich dachte hinter schwedischen Gardinen. Entschuldigung. Also grauen Gardinen, Nation, egal. Also wirklich einfach im Nebel stochernd. Also alles, was sie können, haben sie halt nicht wirklich gezeigt. Also so ein rumpeliger Start, dann haben sie sich hinten auch noch eins gefangen. Haben überhaupt kein Kombinationsspiel irgendwie draufgebracht. Also sie sind zwar hoch draufgegangen, aber alles irgendwie zu behäbig und zu langsam, sodass sie dann auch noch ein bisschen unglücklich vielleicht auch das Gegentor gefangen haben und dann da so hinterhergelaufen sind. Ich frage mich, wie es halt gewesen wäre, wenn sie eine der zahlreichen Ecken früher schon verwandelt hätten. Also das, was dann da in der Nachspielzeit passiert ist, das hätte auch schon viel früher passieren können. Dann hätten wir uns über ein anderes Spiel unterhalten. Aber so war das schon wenig zwingend. Und ich schätze, die Südafrikanerinnen sind im Schnitt ein bisschen kleiner. Von daher war es jetzt auch nicht überraschend, dass sie es halt mit Flanken und hohen Bällen und Kopfbällen und so weiter versuchen würden. Und dass das dann irgendwann mal zum Erfolg führt, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Aber das hätte schon auch nochmal schief gehen können. Und allgemein habe ich mich auch gewundert, Rolfö über links kaum im Spiel, also die haben sie kaum eingebunden, ging eigentlich meistens über rechts. Und als die Zeit dann so langsam so ein bisschen drängte und es wirklich eng aussah, ob sie das noch drehen oder noch sich in Führung bringen können, da hatte ich das Gefühl, dass Aslani auf jeden Fall und hier rechts außen. Kanerüt.
Karolid, genau, dass die wollten, auch mal mit einem Dribbling irgendwas erzwingen wollten, aber dadurch den Rest der etwas trägen Mannschaft abgehängt haben. Dadurch waren das super isolierte Einzelaktionen. Das heißt, ne, irgendwie die zwei wollten und haben dann aufgedreht, aber wenn dann die anderen nicht mit draufgehen, nicht mit nachschieben, da Lücken lassen, die Position nicht besetzen, dann ist das halt so ein Hero-Ball, ne? So die eine versucht irgendwie zu reißen und dadurch hatten sie so als Gruppe überhaupt keine Kompaktheit. Ist dann irgendwie gut gegangen und auch jetzt nicht unverdient oder so, aber war schon rumpelig. Mhm. Michael, wir hatten 11 der 15 Schüsse, die Schweden abgegeben hat, nach Standardsituationen. Ist das jetzt ein besonderes Feature, das man loben muss oder etwas, das einem Sorgen machen sollte? Ich habe tatsächlich ein paar Mal an dich gedacht, weil es wurde sehr viel geflankt, tatsächlich, gerade zu Beginn. Aber Jolle hat es gesagt, es ist natürlich auch körperlich bedingt gewesen in dem Spiel, klar. Torhüterin, glaube ich, wurde mal gesagt, ist 1,68 groß. Das ist ja für eine Torhüterin schon nicht so mega riesig. Umso erstaunlicher, dass es tatsächlich so lange gedauert hat mit dem Tor tatsächlich. Also, um deine Frage zu beantworten, ich habe mich zwischendurch tatsächlich mal gefragt, ist es jetzt besonders gut verteidigt oder ist es besonders komisch, einfach die Offensive nicht umzustellen und einfach immer weiter diesen einen Trick zu spielen, offensichtlich mit von außen immer reinflanken. Das haben sie dann ein bisschen umgestellt, so Mitte der ersten Hälfte hatte ich das Gefühl, dass da der ein oder andere Steilpass dann auch mal gespielt wurde. Aber eigentlich ist es klar, du hast gesehen, was sie vorhaben und das haben sie halt bis zum Ende versucht umzusetzen. Und gegen Ende der Partie war es dann vielleicht einfach so, dass die Mannschaft, die eben gut verteidigt hat, bislang auch viel mehr gelaufen ist, aus meiner Sicht Südafrika. Und wenn man natürlich dann, jetzt kommt die Plattitüde, lieber den Ball laufen lässt, dann ist man vielleicht noch ein bisschen wacher gegen Ende. Und das war es dann vielleicht. Der Ausgleich war jetzt auch nicht so die unfassbar zwingende Aktion, ehrlich gesagt. Das war ja auch angeschossen, Eigentor abgefälscht, passiert eben, dumm gelaufen. Das war schon spannend anzuschauen. Und naja, wenn man mit hohen Bällen spielt, ist es immer so ein bisschen eine Lotterie natürlich. Wenn man sich das als Taktik wählt, dann hat es mit Sicherheit einen Grund. Und der Grund, ihr habt es gesagt, beide schon, war wahrscheinlich, naja, wir sind einen halben Meter größer. Dann probieren wir das mal so heute. Ich wollte noch mal defensiv ergänzen bei Schweden. Das fand ich wirklich erschreckend. Also wie leicht die hinten auszuspielen waren und da Lücken entstanden sind. Und zwar aus so einer Trantütigkeit heraus. Ne? Also Abstimmung mit der Torhüterin war nicht gut. Rückpässe zum Teil zu kurz oder halt auch vertikale Bälle von Südafrika. Und halt mit einem Pass komplette Hintermannschaft einfach auseinandergespielt und das nicht, weil das so ein Geniestreich war oder weil das nicht zu verteidigen gewesen wäre, sondern weil Schweden einfach dann dachte, ja, den holst dann du. Ach so, nee, ich. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen spät dran. So, also das war wirklich erschreckend und das kennt man jetzt eigentlich von skandinavischen Teams nicht, dass die nicht hinten ihre Viererkette sortiert haben und da dicht machen. Ja, ich meine, in dem Fall war es ja sogar eine Fünferkette. Ich meine, Schweden hat ja umgestellt, das haben wir in der Vorschau auch schon thematisiert, aber daran lag es nicht. Aber du hast es, die Entstehung des 0:1 sehr treffend beschrieben. Also Ilstedt, diejenige, die dann den Siegtreffer geköpft hat, die war da auch diejenige, die einfach zu lang gezögert hat. Das war kein gut gespielter tiefer Ball hinter die Kette. Den hätte man leicht verteidigen können. Ich bin, muss ich sagen, in der Bewertung beider Teams hin und her gerissen. Denn wir haben jetzt, glaube ich, schon die wichtigen Punkte, die quasi zu diesem Ergebnis geführt haben, benannt. Aber ich bin mir noch nicht im Klaren, was die Gründe dafür sind. Also ob es jetzt wirklich der Matchplan war, der zu einseitig war, ob es vielleicht auch so eine, also man hatte eine extreme Rechtslastigkeit über ganz weite Teile des Spiels, eben mit Aslani, mit Kanerud, auch mit Björn. Also die Dreierreihe im Aufbau, die stand auch eigentlich oft so, dass es fast aussah, als ob Eriksson und Ilstedt Innenverteidigerin wären und Björn nochmal eine weitere Rechtsverteidigerin, auch wenn sie natürlich nicht oft mit nach vorne gegangen ist. Also, und ich weiß nicht, hat sich das so entwickelt im Spiel heraus, weil Aslani oft anspielbar war, weil auch Kanerud, fand ich, diejenige war, die am ehesten Tempo aufnehmen konnte in ihren Aktionen und weil sie auch mit Hoiveni eine Gegenspielerin hatte, die das zugelassen hat. Also beim 1:1 zum Beispiel hat sie einfach viel zu viel Platz für die Flanke. Das ist Südafrika immer öfter passiert in der zweiten Hälfte. Sicherlich kommt da so ein Konditionsthema mit dazu, was du angesprochen hast, Michael. Und da weiß ich jetzt eben nicht. Also es wurde dann besser, als man öfter verlagert hat, als Magdalena Eriksson auch mal so ganz gezielt Diagonalpässe gespielt hat, die aber auch noch eine seltsame Streuung hatten. Und da bin ich mir eben nicht ganz mit mir einig, ist das jetzt Sand im Getriebe oder ein grundsätzliches Problem bei Schweden? Das werden wir wahrscheinlich nach einem Spiel auch nicht sagen können. Und ähnlich ist es aber ehrlicherweise bei mir auch mit Südafrika. Denn natürlich hat Südafrika sehr, sehr viel sehr gut gemacht, wenn man dieses Spiel sehr knapp und unglücklich verliert.
aber eine 53-prozentige Passquote. Die beiden Innenverteidigerinnen haben eine Passquote von aufpassen und lieber rechts ranfahren, 37% und 39%. Also das war schon auch gegen den Ball alles ganz okay bei Südafrika, aber dann auch relativ dünn eigentlich. Und ich hatte das Gefühl, ein Team wie Japan zum Beispiel hätte Südafrika ganz anders bespielt. Michael? Also das Gefühl habe ich auch. An Japan habe ich auch mal gedacht heute, weil die sehr konsequent gespielt haben in ihrem Spiel. Mhm. Wir kommen ja noch zu zwei anderen Partien. Ich glaube, Konsequenz haben wir heute nicht so oft gesehen. Kann man, glaube ich, schon mal teasern. Zur Passquote möchte ich noch was sagen, weil ich habe mir irgendwann notiert, tatsächlich wurde eingeblendet in der 55. Minute, dass Passes completed, Schweden mit 300 und Südafrika mit 86. Das ist eine krasse Diskrepanz, also rein numerisch. Und wenn du jetzt noch sagst, ja, davon sind nur, ich weiß nicht, wie viel Prozent waren es angekommen, dann ist es ja noch krasser. Also ich hatte den Eindruck, dass Südafrika sich sehr, sehr, sehr aufs Verteidigen konzentriert hat und dann eben mal schauen wollte, ja, wie lange geht es gut? Und vielleicht kommt der eine Konter. Vielleicht haben Sie ja auch Deutschland gegen Sambia angeschaut. Könnte ja sein, dass das ein Vorbild ist für die ein oder andere Mannschaft, die heute gespielt hat. Das ist tatsächlich krass gewesen. Also, dass die Passquote auch noch nicht so überragend war, wenn du sowieso wenig Pässe spielst, dann ist eigentlich ein 2-1 im Endergebnis eigentlich schon ganz cool. Ich fand es tatsächlich, dass sich ein bisschen gedreht hat nach dem Ausgleich. Also, der war aus meiner Sicht schon verdient. Ihr habt beide gesagt, es war jetzt nicht so zielführend, was sie gespielt haben, aber eigentlich hat nur noch Schweden gespielt, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Und dann ist ein 1-1 dann schon verdient. Wäre am Ende vielleicht dann auch, hätte sich keiner beschwert von beiden, wenn sie es über die Zeit gebracht hätten, aus beiderlei Sicht eben. Aber im Endeffekt war es dann vielleicht doch die Erfahrung hinten raus, die dann für Schweden gesprochen hat. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, Schweden hätte sich schon beschwert, weil sie ja schon drückend überlegen waren. Ich hatte noch mal eine Statistik rausgesucht, da hatte Schweden ungefähr in Summe 550 Pässe und Südafrika 250, also 300 Pässe Unterschied, ist schon, also mehr Unterschied als Südafrika überhaupt Pässe hätte, also, die Quote war natürlich auch miserabel und deswegen konnte auch Südafrika überhaupt kein Ballbesitzspiel aufziehen, also irgendwie mal 1, 2, 3, 4 Pässe aneinanderreihen war nicht. Und deswegen finde ich, dass sie aus diesen wenigen Mitteln wahnsinnig viel gemacht haben. Also wirklich häufig gefährlich vor dem Tor der Schweden aufgetaucht sind, da ihre Chancen hatten. Das kann man jetzt eigentlich bei diesem Spiel nicht erwarten. Deswegen werte ich das so, dass Südafrika eigentlich mehr Mittel nicht hatte und Schweden einfach selber nicht ins Spiel gefunden hat. Also angezogene Handbremse, Grauschleier, Grottenkick, nehmt euch ein Wort aus, super ganz aus, aber ich fand es eher, dass Schweden halt nicht reingefunden hat. Und ich weiß nicht, ob es nicht immer auch irgendwie so eine Sache ist von, du hast lauter Clubspielerinnen und man trifft sich halt zur Nationalmannschaft und man ist eben halt kein Club. Mit den ganzen Trainingseinheiten und dann rumpelt man sich so irgendwie rein. Es gibt Ansprüche, also du hast dann auch noch die Favoritenrolle, sollst dir was zeigen und es geht aber noch nicht so zusammen und dann kommt das bei raus. Ja, und nachdem wir jetzt schon fast alle Gruppen gesehen haben, also es gibt jetzt noch einen Gruppenspieltag am Montag und dann noch ein Spiel aus der Gruppe H am Dienstag und das jetzt ein wieder und wiederkehrendes Motiv ist, auch in der heutigen Sendung, dass sich eben einfach Teams im Verteidigen gut anstellen, dass es eben die sogenannten Kleinen wirklich nicht mehr gibt und dass es aber auch überall rumpelt, außer bei Japan. Und da müssen wir jetzt auch erstmal auf dann die B-Probe noch warten im nächsten Spiel. Ist das vielleicht auch einfach etwas, was man dann nicht zu hoch hängen sollte? Wenn es allen Teams so geht, dann sagt es vielleicht auch etwas über die Qualität dieses Turniers aus und auch über die Art und Weise, wie die Teams reinfinden und wo da dann die Detailgründe liegen. Ob das vielleicht am Klima auch liegt, an der Zeitverschiebung, an der kurzen Vorbereitung, das wird man sehen. Sicherlich spielen auch Verletzungen noch eine Rolle. Zum Thema Erfahrung wollte ich nochmal einen völlig subjektiven Eindruck irgendwie wiedergeben und zwar, das Hadern mit Chiri-Entscheidungen dann auf Seiten Südafrikas, nachdem sie den Ausgleich gefressen hatten. Also die Kräfte schwanden und sie waren ein bisschen glücklich in Führung. Dann haben sie das Ding gefressen und die Torschützin wurde ja dann auch ausgewechselt. Also diese Jubeltraube, die sich im Tor noch auf sie gelegt hat, obwohl eigentlich schon zu erkennen war, die bewegt sich gar nicht. Vielleicht sollte man eher nach ihr schauen.
ob es ihr gut geht. Und die wurde dann sozusagen ja auch direkt danach ausgewechselt. Dann kommt relativ zügig der Ausgleich. Sie sitzt auf der Bank und guckt so, also dafür habe ich mir jetzt hier die Hand gebrochen. Und dann noch mit dem Eigentor, so nach dem Motto, ich habe hier was gerissen und du reißt es wieder ein. Und dann wurde so, ja, ich meine, da war noch irgendwie 40 Minuten oder 30 Minuten zu spielen. Und dann schon sozusagen, ja Mist, das hätten wir über die Zeit bringen können, das ist dann eigentlich zu wenig. Also da haben sie sich dann auch sehr, auch Mensch, schon wieder ein Pfiff gegen mich und so, da hatte ich das Gefühl, das ist noch nicht kaltschnäuzig genug, dass man schwere Entscheidungen einfach so hinnimmt und dann sagt, los, wir machen weiter unser Spiel, sondern so, oh nein, jetzt diese Ungerechtigkeit, wir waren doch so gut drin. Einfach weil man durch diesen Führungstreffer dieses Gefühl, dass ein Sieg ist zum Greifen nah oder ein Punktgewinn ist zumindest zum Greifen nah, sich so betrogen fühlen, das hatte auch was Ungerechtes. Das man ja auch sehr gut nachvollziehen kann. Also Schweden gewinnt mit 2-1 und Schweden wird jetzt dann am Samstag spielen gegen Italien. Südafrika tritt schon einen Tag früher an gegen Argentinien. Da können wir uns alle drauf freuen. Freitag 2 Uhr Nacht, das ist schönes Thursday Night Game von der NFL nochmal schön simuliert. Da können wir uns alle drauf freuen, aber wir treffen uns ja dann alle und gucken das, so wie wir uns ja auch getroffen haben, um die Niederlande gegen Portugal spielen zu sehen. Wir befinden uns da jetzt in der Gruppe E, das heißt die Gruppe, in der auch USA und Vietnam sind. USA hat schon vorgelegt und jetzt hat die Niederlande nachgezogen in einem Spiel, das jetzt auch nicht von Höhepunkten überfüllt war. Stefanie van der Kracht trifft in der 13. Minute zum 1-0. Falls man das Gefühl haben könnte, jetzt wird es einfacher für die Niederlande. Ja, man hatte noch Chancen, es war aber jetzt kein Füllhorn. Und vor allem hinten raus war Portugal, das offensiv ehrlicherweise kaum zu sehen war, lange im Spiel. Aber hinten raus ist es dann eben fast passiert, aber eben nur fast. 1-0 ist das Endergebnis. Michael, wie haben dir denn beide Teams gefallen? Also ich habe mir aufgeschrieben, Arbeitssieg aus Sicht der Niederländerinnen. Ich glaube, das kann jeder unterschreiben, der das Spiel gesehen hat. Der Treffer fiel nicht so spät, der entscheidende, wie im Spiel zuvor. Und danach, ja. Also Portugal war schon auch defensiv eher eingestellt. Ich glaube, das ist so das Thema, das sich durch unsere Sendung heute zieht. Dass der Kleinere sich eher erstmal auf die Defensive konzentriert, ist ja auch total gut. Ich fand aber auch eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, war es ein perfektes Auftaktspiel für die Niederlande, weil sie haben gewonnen. In der Gruppe mit den USA haben sie das erste Spiel gewonnen, das ist schon mal sehr wichtig. Und sie wissen aber trotzdem, ja, es gibt noch die eine oder andere Baustelle, wo wir vielleicht noch dran arbeiten sollten, bevor es jetzt gegen die USA geht zum Beispiel. Ich fand, dass Portugal durchaus mutig und hoch angelaufen ist. Also das war jetzt gar nicht, dass sie sich sozusagen aufs Verteidigen verlegt haben, heißt nicht, dass sie weit in der eigenen Hälfte sich haben reindrücken lassen. Das fand ich durchaus mutig. Und bei den Niederlanden fand ich jetzt mal auch so aus dieser Stichprobe der Spiele von heute, die haben wenigstens eine gewisse Spielkultur auf den Platz gebracht. Das war auch nicht fehlerfrei, auch viele Ballverluste. Aber da ging schon ein bisschen mehr. Also am Anfang, ich fand, sie sind zwischendurch ein bisschen schlechter geworden. Also am Anfang dachte ich, Mensch, da ist ja sogar irgendwie vor dem Strafraum in den Halbräumen was los, da wird kombiniert, da gibt es irgendwie Schnittstellenbälle in die Tiefe. Das sah ganz munter aus und das ebbte aber ab. Und ich fand überraschend, wie viele lange Bälle sie gespielt haben und dass sie das Mittelfeld nicht einfach komplett dominiert haben. Also ich hätte erwartet, also habe ich mich verguckt oder hat Boomen tatsächlich hinter Ward und Van de Donk eigentlich noch tiefer eigentlich die Sechserin gegeben? Und wenn du das machst, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, den Aufbau über die Außenverteidigerin zu spielen und dir quasi dieses Boss-Mittelfeld irgendwie einfach da zentral rumgammeln zu lassen, um dann außenrum zu spielen oder es dann direkt mit dem langen Ball in die Spitze zu versuchen. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie auf zweite Bälle gehen wollten und dann ihr das Geschick am Ball irgendwie einbringen wollen. Also Boomen für mich total verschenkt auf der Sechs. Also nicht, ich finde, sie kann ja gerne so ein Thiago-Zehner sozusagen sein, der gerne weiter hinten spielt, aber dann nutzt sie doch auch. Also wenn du sie sozusagen out of position spielst, dann finde ich, sollte man das Spiel dann halt auch in der Richtung anlegen. Das hat mich sehr gewundert. Ja, insgesamt war bei den Niederlanden zu sehen, also
Portugal hat da mit zeitweise sehr hohem Pressing auf jeden Fall für Stress gesorgt. Nicht immer hat es dann gleich in Ballverlusten gemündet, aber oft dann in unpräzisen Passspiel. Das war so ein Thema vor allem der Anfangsphase. Wurde dann ein bisschen besser, als man eben nach Ecke dann das 1:0 erzielt hat. Aber mir ist auch aufgefallen, dass die Niederlande, obwohl sie meistens eigentlich ganz gut positioniert waren, also es ist ja immer noch ein bisschen neu und es spielen auch viele Spielerinnen positionsfremd, haben wir in der Vorschau ja auch analysiert, aber sie hatten eigentlich ganz gut jeden Raum abgedeckt. Eine Ausnahme, fand ich, gab es im Doppelsturm, da kann ich dann gleich noch was zu sagen. Aber obwohl sie ganz gut den Raum besetzt haben, haben sie eigentlich meistens versucht, über Dribbling-Situationen zu lösen. Also die haben das gar nicht ausgepasst, obwohl es immer mal wieder Optionen gab. Und da bin ich mir eben nicht so ganz sicher. War das jetzt in diesem Spiel so ein Einmaleffekt, den man aus verschiedenen Gründen im Eröffnungsspiel haben kann? Waren da vielleicht auch die Außenspielerinnen, also mir ist es bei Pelova, ist mir das aufgefallen, dass sie wirklich wieder und wieder ins Dribbling gegangen ist und ich dachte mir, Mensch, jetzt wart doch kurz, Rod, kommt doch gerade in den Halbraum und dann könnt ihr da doch richtig geil mal was starten. Das muss man jetzt halt dann sehen im nächsten Spiel gegen die USA, wie nachhaltig das ist. Aber das war was, was mir deutlich aufgefallen ist. Die Niederlande standen eigentlich meistens ganz gut, haben auch manchmal, also in der zweiten Hälfte war es dann noch deutlich besser, fand ich. Da haben sie dann auch so die Flügel überladen und dann haben sie es ja auch zwei, dreimal haben sie es geschafft, dann von einem Flügel auf den anderen und sofort war Platz da. Überraschung, so wie es ja ist, wenn du eine Verlagerung schaffst. Das ist mir noch so aufgefallen. Und dann eben noch die Doppelspitze, Lieke Martens und Bärenstein. Die Abstimmung, die hat mir gar nicht gefallen. Also gerade von Bärensteins Seite aus, die hat dreimal, hat sie den Pass nicht gespielt oder zu spät gespielt auf Martens und hat sich dann immer den Schuss genommen, der geblockt wurde. Da gibt es auch noch viel Verbesserungspotenzial, weil von der Art der Spielertypen könnten die ja sehr, sehr gut zusammenpassen. Also ich weiß nicht, Michael, wie du die Offensive von den Niederlanden gesehen hast, aber eigentlich liegt da ja sehr viel, was man nutzen könnte. Und eigentlich war dann Van de Donk die gefährlichste. Ja, also das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass Bärenstein sehr oft geschossen hat und du hast gedacht, hat sie nicht das gesehen, was ich gerade gesehen habe. Da steht doch jemand in der Mitte noch und wartet. Dafür sind aber alle sehr ruhig geblieben. Also das war ja okay. Was mir aufgefallen ist, dass Portugal tatsächlich auch ein bisschen mehr reingekommen ist, so ab der 55. plus minus und mehr reingekommen im Sinne von, sie haben ja sehr hoch verteidigt tatsächlich, aber dann wurde es sehr oft hektisch, wenn sie den Ball erobert haben, hatte ich so das Gefühl. Und es hatte ab dem Zeitpunkt dann schon so ein bisschen mehr Zug nach vorne, ohne aber auch, korrigiert mich bitte, wirklich zu Chancen zu führen. Also es war dann irgendwie alles so ein bisschen gezielter, aber so wirklich Torschüsse, viele gab es dann trotzdem lange, lange Zeit nicht von Portugal. Und das ist vielleicht auch was, was aufs niederländische Spiel so ein bisschen ausstrahlt. Also du hast vielleicht ein Gegner, der höher verteidigt, als du denkst, dann gehst du eher mal ins Dribbling und dann funktioniert es nicht, dann spielst du dich so ein bisschen fest und vielleicht hätte man dann einfach sich kurz mal zurücknehmen müssen, um sich zu besinnen, ach, was ist denn eigentlich unser Plan? Also es hatte auch hektische Momente, dieses Spiel, würde ich sagen, und auf beiden Seiten und gerade, wenn es offensiv geworden ist. Also wenn umgeschaltet wurde, wurde es sehr oft, ja, gefühlt zu schnell und dann war der Ball wieder weg. Das hat vielleicht dazu geführt, dass eben die Stürmerinnen vorne auch eben gedacht haben, oh, ich schließe mal schnell ab. Ich weiß ja nicht, ich habe nicht in die Mitte geschaut. Vielleicht ist das alles so ein Wust an Sachen, die aufeinander aufbauen. Und man darf auch nicht vergessen, du hast es gesagt vorhin, es war natürlich auch ein Auftaktspiel. Auftaktspiele sind immer so ein bisschen in einer Vierergruppe, ja, erstmal nicht verlieren. Natürlich will man gewinnen, vor allem in dieser Gruppe. Aber das ist vielleicht auch ein Faktor, den wir von außen gar nicht so auf dem Schirm haben. Also in der Vierergruppe, das erste Spiel ist ja oft so ein bisschen verkrampft von beiden Seiten. Insofern, also ich, um es mal vorwegzunehmen, kleiner Teaser auf das dritte Spiel, was dann kommt. Ich fand das tatsächlich das beste Spiel als neutraler Fan, um es anzuschauen. Das hat schon am meisten Spaß gemacht, fand ich. Ja, da gehe ich mit. Ich würde auch sagen, das war das Spiel mit der höchsten Qualität. Portugal hatte für mich da auch so ein bisschen die Südafrika-Vibes, ne? Also diese Favoritenrolle, das war klar verteilt. Und dann eben auch aus den Ballgewinnen häufig vertikal irgendwie nach vorne durchgebrochen, aber dann zu wenig draus gemacht. Ich will noch mal ganz kurz auf diese, also jetzt waren wir eigentlich schon bei Portugal, aber wo wir jetzt da von Bärensteins Entscheidungsfindung gesprochen haben, das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte wirklich, hey, da steht sie doch, ne? Sie ist nicht am Abseits. Der Diagonalball auf sie im 16er ist offen. Die kann hinterher eigentlich Tap-In einfach reinziehen. Und dafür, fand ich, haben sie aber den linken Flügel häufig komplett verweisen lassen. Also selbst in der Kontersituation ist
Van de Donk eher zentral nachgestoßen, so ein Basketball-Trailer, also sozusagen die Ballführende ist vor ihr und es ist klar, es soll eigentlich eine Ablage geben. Und dann hat auch Van de Donk einmal so einen Schuss dann genommen, was eine ganz gute Chance war. Und ich hatte dann im Nachhinein den Gedanken, hey, ist das eigentlich was, was sie in der Halbzeit besprochen haben? Sonst wäre, glaube ich, meiner Meinung nach Van de Donk viel eher links auf den Flügel aufgerufen. Also du fährst einen Konter, die Außenspur ist nicht besetzt. Du hast genug Platz und auch Speed, um das jetzt einzuholen. Und sie macht es ums Verrecken nicht. Und während sie spielt auch den Ball ums Verrecken nicht. Und da dachte ich mir, vielleicht war das eine Ansage, dass sie einfach sagt, hey, wir strömen dann aus und den Ball nimmt die zweite Reihe. Und dass das dann sozusagen, dass diese Vorgabe quasi das, was jetzt naheliegend war, so geblockt hat, so, ich will mich ja an die Trainervorgabe halten, das haben wir ja jetzt besprochen, das war so eine Vermutung. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, das kann totaler Bullshit sein. Aber ich dachte, also mehrfach diese Entscheidungsfindung und dann ist es jeweils so eine semi-gute Geschichte. Ja. Das war der Gedanke dazu. Also ich habe eine Beobachtung gemacht, die könnte dazu passen, denn mir ist aufgefallen, dass Portugal dazu tendiert hat, im Strafraum immer nur auf die ballführende Spielerin zu schauen, also auch sich gar nicht mehr an anderen Spielerinnen zu orientieren. Auch daher kam es zu diesen vielen geblockten Schüssen, weil sie da eben sich so auf alle zusammengeballt haben. Das könnte dazu passen, ohne dass wir das jetzt natürlich auflösen können. Aber das war was, was mir bei Portugal aufgefallen ist. Und zu denen noch, um auf die nochmal zurückzukommen, also defensiv dann definitiv auch nochmal ein Thema Verteidigung von Ecken. Hatten wir auch schon bei der Europameisterschaft, also diese zweite Kopfballchance von Gilles Rohr. So ehrlich muss man auch sein, die kommt komplett frei aus 2 Metern nach Ecke zum Kopfball. Das kann sehr gut das 2:0 sein in der, ich glaube, 17. Minute oder so. Und dann sprechen wir wahrscheinlich auch ganz anders über diese Partie. Und offensiv war es zwar so, dass man hinten raus Chancen hatte, aber es waren auch nur 2, deswegen kann ich den Plural verwenden, von Chancen. Erster Torschuss in der 80. Minute nach einem Dribbling. Das war auch ein schönes Dribbling, aber das war jetzt eben nicht herausgespielt. Und insgesamt nur 2 Schüsse. Also Portugal sowohl offensiv Probleme gehabt, etwas zu kreieren, defensiv bei Standards. Ansonsten war es halbwegs okay. Und das gehört ja zur niederländischen Leistung auch mehr dazu. Es war dann sehr souverän. Man musste jetzt auch nicht so viel mehr machen. Ich hatte das Gefühl, dass Jessica Silva da auch irgendwie alles gemacht hat. Also sie war der absolute Fokus des portugiesischen Offensivspiels. Und wenn sie dann halt schon fast ab der Mittellinie eigentlich ins Dribbling geht oder die Anspielstation ist und auch an der Außenlinie zu finden ist und zentral, dann ist es irgendwie too much. Also am Ende kam ja dann nochmal Verstärkung, da lief das dann noch, also ich glaube, dass deswegen dann halt auch nochmal Chancen rausgesprungen sind für Portugal, weil sie so ein bisschen entlastet wurde und sich deswegen auch das Verteidigen der Niederlande komplett auf sie konzentrieren konnte. Die hat echt, war natürlich die präsenteste Spielerin, aber das wird dann halt auch zum Problem, wenn das dann so eine One-Woman-Show ist. Ja, guter Punkt. Also Encarnação war diejenige, die reinkam, die auch dann die erste Chance hatte, die so ein bisschen für Entlastung gesorgt hat. Und die Abstimmung der beiden Silvas, die hat nicht ganz gepasst. Und dann ist das ja dann oft schon das Wichtigste für Portugal. Michael, magst du noch was ergänzen zu diesen beiden Teams? Nicht zu diesen beiden Teams, aber zu diesem Spiel tatsächlich. Ich möchte den Kommentar loben. Und ich habe mich persönlich gefreut, dass offensichtlich diesmal Aussprachevideos gemacht wurden vor den Spielerinnen, weil das habe ich selber 50 Mal vorgeschlagen bei vergangenen Turnieren und dann wurde immer gesagt, ach, das ist nicht so und wer will denn zu Sergio Ramos gehen und sagen, bitte sag mal deinen Namen in die Kamera. Mich freut es persönlich ganz einfach, dass das gemacht wurde und dadurch war es ein bisschen übersichtlicher, weil gefühlt hat ja jede zweite Spielerin hieß ja Silva, aber wenn die Hälfte von denen dann Silva heißt, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Man kann sich konzentrieren. Ja, und Pinto heißt einfach Pint. Und also damit dann herzliche Grüße an Steffi Bartek, die das wie immer ganz fantastisch kommentiert hat. Das war eine sehr angenehme Übertragung. Es geht jetzt folgendermaßen für beide Teams weiter. Die Niederlande, ich habe schon gesagt, spielen gegen die USA. Ich habe noch nicht gesagt, wann das stattfindet, nämlich Donnerstagnacht. Und Portugal wird dann am Donnerstagmorgen gegen Vietnam spielen. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Teams. Und das 1:0, was wir da in der 13. Minute gesehen haben von Niederlande gegen Portugal, das war auch das letzte Tor, das wir an diesem Spieltag gesehen haben. Denn in der Partie zwischen Frankreich und Jamaika ist es beim 0:0 geblieben. Und das, obwohl wir hier einen dynamischen Spielverlauf hatten, würde ich sagen. Also in der ersten Hälfte passierte ganz lange wenig, dann in der 37. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sehr, sehr, sehr viel. Und dann, Jolle, war Frankreich schon deutlich überlegen, hatte große Chancen. Wir hatten in der 90. Minute zum Beispiel einen Kopfball von Diani, der an die Latte und an den Pfosten geht, aber eben nicht ins Tor.
Das heißt, man muss dann unter dem Strich sagen, natürlich enttäuschend für Frankreich, aber insofern versöhnlich, dass man eben auch Spielpech hatte hinten raus? Ja, sie haben halt diesen Eckball im Gegensatz zu Schweden nicht noch verwandelt. Also da lässt sich die Geschichte sehr ähnlich erzählen. Frankreich war der Favorit und sie hatten Möglichkeiten zur Genüge, nicht so zwingend, dass man sagt, naja, das muss ja so stehen, im Gegensatz zu Schweden noch mehr aus dem Spiel raus. Tatsächlich ein bisschen mehr Spielkultur, aber auch lange nichts. Also die haben sich auch als Team überhaupt nicht gefunden, dass da klar war, was sie machen. Auch Cascarino auf links, diese langen Bälle irgendwie häufig ins Nichts, wo sie einfach, also Bälle, die nicht zu erlaufen waren, anstatt irgendwie aufzubauen. Hat auch lange gedauert, bis sich da die Sekretärin, ich glaube, es war Matteo, sich dann auch mal ein bisschen hat zurückfallen lassen, um ein bisschen mit anzukurbeln. Also man hat schon gesehen, je später es wurde, desto mehr hat auch Frankreich sich daran erinnert, hey, wir sind doch eigentlich eine richtig gute Fußballnation und können das doch. Da war es dann wirklich irgendwann so, dass es ihnen auch zu gönnen war, dass sie das Ding irgendwann im Tor unterbringen. Aber jetzt von der ersten Halbzeit her, also auch Fehlpässe, ne? Also also ganz katastrophale Sachen oder so. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also wenn einfach so Automatismen nicht klappen, also wenn man jetzt einfach glatten Ball von A nach B spielt, der kommt an, aber wenn die eigentlich gewohnt sind, dass man alle so ein bisschen in die Räume startet und den deswegen nur so in die halbe Richtung spielt, in der Hoffnung, die andere würde dann schon in den Raum starten, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ganz viel auch einfach zu kurz oder so. Man denkt, also spiel den doch einfach anständig zu deiner Mitspielerin, dann habt ihr weniger Probleme, dann könnt ihr das Spiel viel schneller machen. Ich fand, am Anfang war das Spielfeld extrem schmal. Ich habe mich da lange gefragt, dass eigentlich dem 86. Einwurf, den ich gerade sehe, dass hier alle auf der einen Seite stehen, weil man ja nicht so weit werfen kann. Aber ich fand, das hat eigentlich Jamaica ganz gut gemacht, weil die tatsächlich den Flügel haben verweisen lassen und meinte, ja, wenn ihr da dribbling stark kommen wollt und dann Flanken schlagen, macht doch. Wir sind hier in der Zentrale, wir verwandeln hier zentral den Strafraum. Von daher haben sie sich da nicht rauslocken lassen. Und was dann, vielleicht gerade jetzt dieser ganzen Spielerzählung zu weit vor, aber in der Schlussphase viel besser von Frankreich passiert ist, ist, dass sie selber das Spiel viel breiter gemacht haben. Also nicht sozusagen bei ihren Gegnerinnen sich so zentral irgendwie aufgehalten haben, sondern wirklich von Außenlinie zu Außenlinie, um Jamaica so ein bisschen auseinanderzuziehen. Und dann haben sich natürlich auch mehr Lücken ergeben. Und da sind sie irgendwie zu spät auf die Idee gekommen, habe ich das Gefühl. Ja, oder es war eine komische Interpretation des Matchplans. Also sie haben ja auch so ein komisches Mittelding aus 4-4-2 und 4-3-3 gespielt. Also ich hatte mir am Anfang noch völlig aufgeregt notiert, Mensch, es ist ja ein 4-4-2 und kein 4-3-3. Und dann habe ich nach 13 Minuten habe ich dann dahinter ein Fragezeichen gemacht, nach 18 Minuten habe ich es gelöscht, nach 30 Minuten, glaube ich, habe ich wieder hingeschrieben. Also irgendwie ist es beides, weil auch Le Sommer vorne sehr, sehr variabel war, positiv gesprochen, negativ gesprochen, glaube ich, wussten auch nicht immer alle, wo sie gerade ist. Und sie ist ja auch eine wichtige Anspielstation. Und dann hast du ja auch schon gesagt, Matteo als Sechserin, zwischendurch dachte ich, Toletti soll die Sechserin sein, Guerreau war eigentlich immer so Achterin, hat sich aber auch dann manchmal fallen lassen. Also es war so ein bisschen konfus und auch hier haben wir halt das Problem, Michael, Jamaika hat ja so viele Dinge gut gemacht, dass man jetzt gar nicht weiß, wie viel Vorwurf müssen wir an Frankreich richten, denn das hohe Pressing von Jamaika, was sie vor allem in der ersten Hälfte hatten, das war ja super, super gut. Also diese ganzen Fehlpässe, die es natürlich zäh gemacht haben für Frankreich, die wurden ja dadurch provoziert und erst als Jamaika dann in der zweiten Hälfte ein bisschen tiefer stand, dann hatte Frankreich auch mal eine Ruhe am Ball und dann wurde es ja viel, viel besser. Also Passquote war dann gleich 13 Prozentpunkte besser in der zweiten Hälfte bei Frankreich, bei 85% dann. Ja, ihr habt es beide schon gesagt, das ist wieder so ein Spiel, wo man nicht weiß, ist es jetzt so, dass die eine Mannschaft eher schlecht ist für das, was man erwartet hat, oder ist es so, dass die andere Mannschaft das eben sehr gut macht, was sie macht? Also sehr viel gelaufen, Jamaika, auch sehr lange sehr viel gelaufen. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie irgendwann einbrechen, weil sie sind sehr früh draufgegangen und auch oft gedoppelt und manchmal sogar mit drei Spielerinnen auf die ballführende Französin gegangen. Das hat mich überrascht. Und was mich noch überrascht hat, ist, für mich war Frankreich eigentlich so ein bisschen so ein Geheimfavorit, ist es eigentlich immer noch. Aber da hatte ich heute eigentlich ein bisschen mehr erwartet, gerade in dieser Gruppe. Weil ich einfach gedacht habe, okay, es gibt mehrere Teams bei dieser Weltmeisterschaft, wo es so ein bisschen Stress gab vorher mit dem Verband oder Frankreich hat mir diese Trainergeschichte. Also bei Frankreich habe ich aber das Gefühl gehabt,
die wissen jetzt, dass sie liefern müssen. Die wissen auch, was sie können. Die wissen, was geht. Und dann war das alles, und das ist für mich das Wort des Spiels. Ich glaube, wenn ich das in den Raum stelle, seid ihr auch dabei. Das Wort des Spiels für mich ist unpräzise. Es wurde sehr viel gepasst, aber man hat oft nicht verstehen können, wohin. Und ich glaube, das ging dem einen oder anderen, der einen oder anderen auf dem Platz auch so. Ist man schon gestartet oder noch nicht? Und dann, wo ist der Ball? Und das führt dann zu 198 Einwürfen gefühlt, wie ihr beide sagt. Also ich bin mir da auch unschlüssig, Max. Ich weiß jetzt nicht, ob Jamaika so gut war und deswegen Frankreich nicht so gut war, wie ich erwartet hatte. Aber ich würde es dann eher positiv formulieren und würde tatsächlich sagen, dass mich Jamaika positiv überrascht hat. Die hatten ja auch Abschlüsse, also so ist ja nicht. Die haben sich ja nicht komplett hinten reingestellt. Das ist ja auch... hat sich ja auch durch den heutigen Tag gezogen. Die drei Teams, von denen wir sagen, die haben gut verteidigt, die haben gleichzeitig auch sehr hoch verteidigt. Das muss man auch sagen. Also die haben sich nicht so bundesligamäßig hinten reingestellt und mal abgewartet. Das ist schon ein schönes Niveau gewesen, dieser drei Spiele. Insgesamt finde ich es ganz interessant. Nur, was eben gefehlt hat heute, und da hatte ich fest mit Frankreich auf Frankreich gesetzt eigentlich, ist die eine Mannschaft, die favorisiert ist und das dann eben auch umsetzt und konzentriert spielt und eben weiß, was sie kann und nicht irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit des Spiels einfach den Ball auf Renard spielt und wartet, dass sie irgendwie aufbaut, aber alle anderen sind zugestellt. Dann kann er nichts nach vorne gehen. Und Le Sommer ist eine Anspielstation, aber wie du sagst, man muss sich auch irgendwo drauf verlassen können, dass jemand, der anspielbar ist, da ist, wo man ihn erwartet. Oder man muss eben, muss es eben anders ausspielen. Und das habe ich beides leider heute nicht so gesehen. Und ich glaube, um das abzuschließen, dass Diani vielleicht heute nicht ganz so gut schläft. Weil man auch, sollte man vielleicht auch sagen, Frankreich hatte diverse Chancen und die hatte eigentlich alle Diani. Die meisten davon per Kopf und einige waren auch wirklich knapp. Also es hätte auch ganz einfach anders ausgehen können. Das ist da vielleicht das Spielglück, würde ich nicht sagen, für Jamaika, weil sie haben ihre beste Spielerin verloren, zumindest fürs nächste Spiel. Also, aber sie haben diesen ersten WM-Punkt aller Zeiten. Insofern vielleicht doch Spielglück, dass die der Sturm von Frankreich eben nicht so toll war und Diani eben nur fast das Tor getroffen hat. Also ich finde, Diani ist eine der wenigen, die das Recht hat, völlig entspannt zu schlafen. Das wird sie wahrscheinlich nicht tun, wenn sie sich ärgern wird, aber die hat natürlich alles gegeben. Und ich glaube, da muss man Spielglück mit anführen. Dass jetzt Shaw mit Gelb-Rot vom Platz gehen muss, das finde ich tatsächlich eher einfach unbeholfen. Also da hat sie ihrem Team ja nicht besonders geholfen, jetzt auch das nächste Spiel. Trotzdem, also das ist ein Erfolg für Jamaika, würde ich auch sagen. Das ist wunderbar. Aber ich fand Le Sommer, da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, als bei Schweden noch relativ spät Seger kam irgendwie. Und man dachte, jetzt nochmal die Ruhe am Ball, die Erfahrung, und die sich sofort mit zwei Fehlpässen bei Schweden auch irgendwie ins Spiel eingebracht hat. Da dachte ich mir, Le Sommer, wo man jetzt so denkt, toll, jetzt haben sich alle wieder lieb, jetzt können sie sozusagen befreit spielen, die Streitigkeiten sind hinter sich gebracht. Und dann ist es vielleicht schade, dass dieses Team dann vielleicht so wie Belgien bei den Männern oder so irgendwie einfach so ein bisschen über den Zenit einfach hinaus ist. Ne? Also das war eine Mega-Generation, jetzt sind ja auch noch ein paar verletzt, nicht mit dabei, aber jetzt konnten sogar die Outcasts wieder dabei sein. Und ich frage mich auch, wahrscheinlich macht das Thema zu groß. Ne? Also ich hatte das Gefühl, eine Le Sommer so Primetime wäre da Kaltschnäuziger gewesen. Also die hatte sich ja da so auch häufig die Bälle etwas tiefer abgeholt und so, aber dann eben auch unpräzise gespielt. Ne? Wenn die Jungen reinkommen und bei den Dribblings mal einen Ball verloren geht, damit rechnet man irgendwie. Aber das sollte dann in so einem Spiel, wo du wirklich, also wo immer noch einen Einwurf und noch einen Freistoß, dir einfach diesen Spielfluss zu hacken, dann von Le Sommer nicht auch noch dazu beigetragen werden, dass das nicht passt. Das fand ich, hätte ich gehofft, dass sie da mehr Qualität irgendwie reinbringt. Also ich verstehe, was du sagst. Ich bin noch ein bisschen entspannter bei Frankreich, weil ich finde, ein paar Dinge waren dennoch da. Also zum einen, was die eine Konstante, die bleibt, ist Ecke am liebsten auf Wendy Renard und danach liegt eine Schneise von Gegenspielerinnen am Boden und sie hat knapp übers Tor geköpft und irgendwann köpft sie den auch wieder rein. Also das scheint nicht verteidigbar zu sein. Da hat sich Jamaika sehr schwer getan. Ich fand, dass die Chancen, die man dann gegen Ende raus hatte, dass die gut herausgespielt waren. Da hat mir dann Guerreau auch viel besser gefallen, die vorher ja auch so ein bisschen suchend und wenig findend war. Ich finde, dass man auch bei Marjorie gesehen hat, dass sie immer besser ins Spiel gefunden hat, je länger es
gedauert hat. Und Kashawi war irgendwann endlich mal wieder linke Flügelspielerin, denn die war zwischenzeitlich war die im rechten Halbraum. Also das habe ich gar nicht verstanden, was da los war. Und ich glaube, dass das vielleicht so Indizien dafür sein könnten, wir können es nur von außen vermuten, dass man eben selbst so keine Selbstgewissheit hatte und dann auch viele Spielerinnen das Gefühl hatten, ich muss jetzt etwas tun. Und dass deswegen dann mancher Pass irgendwie 5% zu viel Saft hatte und ins Ausgegangen ist, manche Position nicht besetzt war. Manchmal haben sich zwei Spielerinnen fallen lassen, um anspielbar zu sein im Aufbau. Dabei hatte Jamaika da gar nicht gepresst, da hätte eine gereicht. Es gab eine Situation, da hat sich Toletti fürchterlich aufgeregt, Mensch, bietet euch doch mal an. Und genau links von ihr stand eine Diagonal, die sie hätte anspielen können. Also da hat sie einfach nicht... Also gut, oder sie wollte unbedingt in die andere Richtung spielen, das weiß ich jetzt nicht. Also es gab so viele kleine Momente, wo ich mir dachte, Frankreich ist nicht bei sich selbst und dafür hatten sie sehr viele Chancen hinten raus. Am Ende waren es Expected Goals Wert von 2,54 zu 0,24 und eben diese großen Chancen, die nicht genutzt wurden. Es hat natürlich eine Relevanz, weil das könnte ein deutscher Gruppengegner sein. Also der Zweite aus dieser Gruppe spielt gegen den Ersten aus der deutschen Gruppe und der Erste dann wiederum gegen den Zweiten aus der deutschen Gruppe. Wenn Deutschland in die K.O.-Runde kommt, dann trifft man auf Frankreich, Jamaika, Panama oder Brasilien. Deswegen hat es vielleicht nochmal eine andere Bewandtnis. Aber ich bin ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Michael? Du sagst, Frankreich war nicht ganz bei sich. Vielleicht trifft es diese kryptische Notiz, die ich mir gemacht habe. Ich hatte irgendwann den Eindruck, dass Frankreich eigentlich voll auf Sieg spielt, aber so ein bisschen unkonzentriert. Und Jamaika, weil es ist eine Vierergruppe und man hat ja noch andere Kaliber in dieser Gruppe, sehr konzentriert auf erstmal nicht verlieren gespielt hat. Und das ist dann vielleicht einfach eher aufgegangen. Und vielleicht ist das was Frankreich, was sie nicht so drauf haben, dass sie einfach dann hektischer geworden sind, je länger das Spiel war, hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck. Es ist Zerrede von außen wahrscheinlich, aber wir haben ja Chancen gesehen und die waren nicht drin. Vielleicht, weil alle, ich sag nochmal, mein Wort des Spiels, ein bisschen unkonzentriert waren. Und dann bin ich absolut bei dir. Vielleicht waren sie wirklich noch nicht ganz bei sich und haben aber ja noch zwei Gruppenspiele und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist denn eigentlich in der Vorbereitung Cascarino auch in der Innenverteidigung gewesen? Weil Renard kenne ich eigentlich nur als linke Innenverteidigerin, hat jetzt rechts gespielt, dafür ist Cascarino für mich eigentlich eine Flügelflitzerin, aber vielleicht bin ich auch einfach völlig debil, kann auch sein. Oder ist das so, dass man auf den Flügeln in Frankreich einfach so ein Überangebot an tollen Stürmerinnen hat, dass man sagt, ich nehme euch alle mit, egal, ich quetsche euch schon irgendwie eine Formation, das fand ich auch außergewöhnlich. Und dafür übrigens, also falls ich damit richtig liege, dass Verteidigen eigentlich nicht ihr Ding ist, dann möchte ich jederzeit, falls ich da falsch liege, hatte sie auch so ein paar clevere Sachen, wo sie da sich nochmal, also wo die den Ball so abgelaufen hat und dann ins Tor ausgehen, was ja immer gefährlich ist, falls die Stürmerin doch noch durchkommt und sie irgendwie wegspitzelt oder zur Ecke kehrt oder so. Da dachte ich, falls das nicht schon immer deine Position gewesen ist, wie ich es in Erinnerung habe, fand ich das eigentlich ganz gut. Also ich glaube, sie hat schon mal in der Innenverteidigung gespielt, sie war allerdings jetzt auch viel verletzt, also da kommen so zwei Dinge zusammen, aber das gab es unter Renard schon, wobei ich das letzte Spiel gegen Australien, da habe ich mir keine Notizen mehr hier gemacht, habe ich jetzt gerade in meinem Frankreich-Dokument gesehen, aber da könnte das schon so gewesen sein, zumindest habe ich das ganz dunkel in einer Hirnrinde von mir verankert. Ein Thema, das ich noch ganz kurz ansprechen wollte, einfach nur, dass es gesagt werden muss, wir haben Concussion-Spotter bei dieser WM der Frauen, das heißt eben Menschen, die von der Tribüne aus, so wie es ich verstanden habe, darauf achten, ob es mögliche Gehirnerschütterungen geben könnte und dann können die eingreifen. Mir allerdings ist kein Protokoll bekannt, also wie das dann vor sich ginge. Und in diesem Spiel hatten wir vielleicht einen Fall, wo man sich das hätte wünschen können, denn die später dann des Platzes verwiesene Jean, die hatte mehrere Aktionen. In der dritten Minute schon mit Renard zusammengeprallt, müssen beide behandelt werden. In der 30. Minute mit Geo Roth zusammengeprallt, hält sich danach den Kopf, kurze Unterbrechung, spielt ohne Behandlung weiter. In der 35. Minute bin ich mir nicht ganz sicher, aber in einer Einstellung sah es aus, als sei sie bei einem Zweikampf mit dem Hinterkopf auf den Rasen geknallt. Sie hat sich zumindest dann kurz den Kopf gehalten. Und in der 73. Minute ist sie wieder mit Renard zusammengebrochen und wurde vom Ellbogen am Kopf getroffen, spielt dann nach einer Unterbrechung wieder ohne Behandlung weiter, hat dann später eine etwas unglückliche gelb-rote Karte gesehen, sah für mich aus, als wäre sie weggerutscht und wollte da nicht faulen und ist natürlich die Starspielerin bei Jamaika, aber ich wollte es zumindest nicht unerwähnt lassen, es gibt Concussion-Spotter und wir haben sie in diesem Spiel nicht gesehen, deswegen bin ich gespannt, was passieren muss, damit man sie mal sieht. Mich würde das sehr interessieren. Sie haben es durch den Regenschleier nicht so sehen können wahrscheinlich, weil das Wetter war ja auch überragend bei allen drei Spielen heute.
Aber wirklich, absolut, das stimmt. Und ich meine, dahingehend kann man ja sagen, ich hoffe, das wirkt nicht zynisch, aber dahingehend ist dann die Gelb-Rot-Sperre vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie ein Spiel aussetzen muss und mögliche Folgen, die das haben könnte. Es ist ja auch extrem schwer zu diagnostizieren, also ganz vorsichtig nur gesprochen. Es war zumindest ein Thema dieses Spiels, aber natürlich kein so großes Thema wie dieser erste Punkt für Jamaika bei einer WM überhaupt, der auch frenetisch gefeiert wurde von einem Großteil der über 39.000 ZuschauerInnen im Stadion. Haben wir heute mehrfach gesehen, dass die Underdogs viel Sympathie auf sich vereinen und die hatten ja auch einiges zu feiern. Es geht jetzt dann weiter für Jamaika am Samstag gegen Panama, während Frankreich auch an jenem Samstag gegen Brasilien spielen wird. Das ist natürlich das vermeintliche Spitzenspiel in dieser Gruppe und wird dann nochmal ein ganz anderes Kaliber als das, was wir heute gesehen haben. In diesem Sinne danke ich euch sehr, dass ihr mit mir diesen Spieltag besprochen habt. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Jolle. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Schöne Grüße. Schöne Grüße zurück und herzlichen Dank an Michael Schröder. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Das letzte Mal, dass ich drei Länderspiele an einem Tag gesehen habe, war ich in Doha und da ging es mir nicht gut. Das war nicht schön. Ich hab gestern ja 7 geguckt, weil ich ein bisschen aufholen musste nach der Arbeitswoche. War ein guter Tag. Ja, also meine persönliche Erfahrung ist, dass man ab dem 6. sehr fahrig wird. Also zumindest geht es mir so. Bei mir ist, ich versuche nicht mehr als 5 zu machen an einem Tag. Aber ohne Notizen, von daher so, ach so, ja, okay, ein bisschen drinbleiben. Ne? Also ich wollte die Vibes vom Turnier mitnehmen und dachte, okay, ich muss ja nicht übersprechen, dann geht das hier mit doppelter Geschwindigkeit. Aber 7 sind eine Woche auch. Okay, aber ihr habt auf jeden Fall an dieser kleinen Bemerkung gemerkt, warum ich Jolle so gerne mit dabei habe, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke euch beiden und wir machen jetzt hier dann gleich weiter mit der Vorschau auf Deutschland gegen Marokko. Am Montag um 10.30 Uhr ist es soweit. Deutschland startet endlich auch in diese WM im Spiel gegen Marokko und ich wollte euch noch kurz einen Überblick über die wichtigsten Themen geben und euch ein paar Töne vorspielen, die uns Annika von der Pressekonferenz mitgebracht hat. Was sind die großen Themen vor dieser Partie? Zum einen Verletzungssorgen. Marina Hegering, Sylke Nüsken und Lena Oberdorf sind alle drei fraglich. Martina Voss-Tecklenburg hat wenig überraschend keine Informationen darüber geben wollen, wie bei ihnen der Stand ist. Man hörte gestern munkeln, dass Lena Oberdorf überraschenderweise eine Option sein könnte nach ihrer Verletzung, die sie sich im Spiel gegen Sambia zugezogen hat. Bei Marina Hegering sieht es nicht so gut aus. Die hat kaum trainiert bis gar nicht trainiert. Auch da gibt es nicht so genaue Informationen. Das heißt, wir haben verschiedene Fragezeichen in einer möglichen Startausstellung, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Martina Voss-Tecklenburg natürlich für das ganze Turnier plant und nicht nur für dieses Eröffnungsspiel. Also ich würde damit rechnen, dass wir mindestens 2 dieser Spielerinnen nicht in der Startformation sehen. Und damit haben wir ein paar Besetzungsfragen. Zum einen, wie wird die Innenverteidigung gestaltet und wer wird auf der 6 spielen? Da gibt es jeweils verschiedene Optionen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, die jetzt alle durchzuspielen, wenn wir in nicht mal 24 Stunden sowieso wissen, wie es dann aussehen wird. Ich glaube aber gerade die Besetzung der 6 könnte einen Hinweis darauf geben, was Martina Voss-Tecklenburg von diesem Spiel erwartet. Denn wir hätten natürlich mit Delbritz, Leupolz und Magul 3 Spielerinnen, die rein theoretisch auch in dieser Dreierkonstellation spielen könnten. Und dann aber am ehesten die Frage ist, wer von euch ist jetzt diejenige, die dann auf der 6 schnelle Gegenstöße verhindern soll? Wir hätten mit Lena Lattwein jemanden, die wenig Spielpraxis sammeln konnte wegen ihrer Verletzung, aber da auch aktiv sein könnte. Wir hätten natürlich sogar eine Option, wie Alexandra Popp zurückzuziehen auf diese Position und dann Lea Schüller in der Sturmspitze auflaufen zu lassen. Also es gibt das Potenzial zu überraschen, glaube ich, in der Startaufstellung. Und das bezieht sich auch auf die Rechtsverteidigerposition. Da haben wir ja Svenja Huth gesehen. Im Spiel gegen Sambia haben wir ja auch hier in der Vorschau thematisiert. Ist die Frage, sehen wir das jetzt auch gegen Marokko und wer spielt dann vor Svenja Huth? Wird das Jule Brandt sein? Für was entscheidet sich da Martina Voss-Tecklenburg? Ich will da jetzt gar nicht viel drüber spekulieren, aber ich denke, es ist ganz interessant zu wissen. Das sind die wesentlichen Dinge, auf die man mal gucken kann, wenn dann die Aufstellung rauskommt. Und dann ist natürlich auch die Frage, was erwartet man sich vom Spiel gegen Marokko? Und da hat Martina Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz das Folgende gesagt. Uns wird eine kompakte Mannschaft erwarten, die defensiv sehr stabil ist, die eine gute Torhüterin hat, die verteidigen kann und verteidigen möchte, wo es unsererseits sicherlich auch eine gute Balance braucht zwischen ein Stück weit auch geduldig sein, Gegner viel in Bewegung bringen wollen und aber auch ja,
unsere Wucht, unsere Offensivwucht auch nutzen zu können. Aber wir wissen, dass eine Mannschaft morgen auf den Platz kommt, die nicht nur für den Fußball morgen stehen wird, sondern für einen großartigen Erfolg in der arabischen Welt, in Nordafrika. Und wir haben das ja schon erlebt, wie stolz eben gerade auch Marokko als Land ist. Und dass es diese Mannschaft geschafft hat, ist hochverdient. Und von daher, ja, sind wir uns völlig bewusst, dass da morgen ganz viel Stolz, Freude, Mentalität, aber auch fußballerische Qualität kommen wird. Wir sind darauf vorbereitet. Wir wissen auch, was wir können. Wir wollen Marokko vor viele Probleme stellen und dann am Ende gerne das Spiel gewinnen. Von den generischen Aussagen, die man immer in solchen Matchday-Minus-One-Pressekonferenzen, also in Pressekonferenzen am Tag vor einem Spiel bekommt, war das eine der interessanteren, fand ich, weil eben Martina Voss-Tecklenburg hier auch nochmal einen größeren Bogen geschlagen hat. Und dazu wurde sie auch gezwungen von den anwesenden JournalistInnen vor Ort, weil sie auch auf Entwicklungen dieses Turniers hin angesprochen wurde. Und da fand ich noch eine Aussage unter anderem interessant. Ihr habt es ja mitbekommen, bis gestern zum letzten Spiel hatten wir bisher in jeder Partie einen Strafstoß. Viele davon wurden auch nicht verwandelt, einige mussten wiederholt werden. Diese Serie ist jetzt zwar gerissen, aber es ist natürlich schon ein Trend, der festzustellen ist. Ähnlich wie sich so langsam ein Trend herauszuformen beginnt, welche Rolle Tore nach Ecken spielen könnten bei diesem Turnier. Und zu dieser Entwicklung mit den Elfmetern, da wurde sie auch befragt und ich fand, sie hat da einige ganz interessante Dinge gesagt. Wir haben auch alle Spiele gesehen, wir schauen auch die engen Entscheidungen. Wir hatten, wie gesagt, natürlich auch die Schulung der Schiedsrichterin bei uns und werden auf die Dinge vorbereitet. Und ich hoffe, dass sich jetzt so eine gute Balance auch einspielt, nicht nur bei den Spielerinnen auf dem Feld, sondern natürlich auch bei den verantwortlichen Schiedsrichterinnen, was so ein Turnier eben auch bedeutet, wo man eingreifen muss, wo man vielleicht auch bewusst laufen lassen muss. Nichtsdestotrotz, wenn wir diese VAR-Entscheidung haben, das wissen wir, da gehen wir jetzt ja schon mehrere Jahre mit um, dann sind sie auch wichtig, weil es enge Entscheidungen gab, weil es geholfen hat, auch Entscheidungen zu revidieren, die dann in dem Moment nicht richtig waren. Was die Elfmeter jetzt angeht, hat mich schon überrascht, dass es jetzt relativ viele waren in den ersten Spielen. Das hatten wir, glaube ich, bisher so noch nicht. Kenne den Grund auch noch nicht dafür. Und von daher, ja, wollen wir clever agieren, wollen auch emotional bei uns bleiben, also wollen keine dummen Karten kassieren. Und das haben wir uns zumindest neben dem, dass wir gut Fußball spielen wollen, auch vorgenommen. Also angesichts der Aussage, dass sie alle Spiele verfolgt hätten im Trainerteam, ich denke, Martina Voss-Tecklenburg wird jetzt nicht jedes Spiel gesehen haben, aber fand ich das dann doch schon eine gar nicht so subtil formulierte Kritik oder Bitte an die Schiedsrichterinnen, nicht zu sehr in den Turnierverlauf einzugreifen durch möglicherweise leichte gelbe Karten. Und ich fand das insofern relevant, deswegen habe ich es hier auch nochmal einspielen wollen, weil wir genau diese Diskussion auch schon hier in den vergangenen Sendungen geführt haben, dass eben eigentlich die lange Leine der FIFA auch bei diesem Turnier wieder zu erkennen ist. Also sprich, es braucht schon einiges an Foul oder ein klares taktisches Foul, so wie wir es heute bei Frankreich gegen Südafrika zweimal erlebt haben, also einmal für jedes Team, dass es dann die gelbe Karte gibt. Allerdings haben sich nicht alle an diese Linie gehalten. Da haben wir in der Vergangenheit schon drüber gesprochen. Und das ist eben weiter der Fall. Nach zwei gelben Karten ist man für ein Spiel gesperrt. Erst nach dem Viertelfinale werden die gelben Karten gestrichen. Das heißt, es sind potenziell 5 Spiele, in denen man nur eine gelbe Karte sammeln darf, um nicht gesperrt zu sein. Ich bin gespannt, wie sich das noch auswirkt und ich fand es zumindest interessant, in welcher Art und Weise Martina Voss-Tecklenburg das auch hier thematisiert hat. Ohne dass das jetzt meines Wissens nach große Wellen geschlagen hätte. Es war ja auch keine skandalöse Aussage. Aber schon ein deutlicher Hinweis darauf, wie die Trainerinnenperspektive auf diese Entwicklung ist. Und so hat sie ja natürlich auch eine ganz eigene Perspektive auf die Entwicklung des Frauenfußballs, die wir ja auch anhand dieses Turniers ablesen können. Und das ist der letzte Ton von Martina Voss-Tecklenburg, den ich euch noch kurz vorspielen wollte, eingesammelt von unserer lieben Annika Down Under. Das entwickelt sich auf der ganzen Welt weiter und alle Nationen sind bereit, etwas zu tun. Alle Spielerinnen sind bereit, sich weiterzuentwickeln, an und über ihre Leistungsgrenzen zu gehen. Und heute gibt es auf der Welt die Möglichkeit, den Beruf der Fußballerin zu ergreifen. Und das sind Riesenchancen für junge Menschen, für junge Spielerinnen, die diesen Sport leben und lieben. Und von daher wächst dieser Fußball
sportlich extrem zusammen. Er wächst aber auch außerhalb des Sportes. Und das ist das, wo wir ein Teil sein dürfen und wo wir stolz drauf sind, dass das so ist. Und das leben wir, das lieben wir. Und diese Herausforderung nehmen wir eben auch an, weil diese Herausforderung, jetzt ein WM-Turnier zu spielen oder eine EM zu spielen, sportlich eben viel, viel größer ist als vielleicht noch vor 20 Jahren, wo ich dabei war und noch selber spielen durfte, oder vor 30. Von daher, ja, schön, dass es so ist. Und es zeigen die Leistungen hier auf dem Platz, dass alle heute bereit sind, gute Leistungen zu bringen. Und das ist das, warum die Leute einschalten sollen, warum sie hinschauen sollen, dass dieser Sport einfach großartig ist. Ich glaube, da muss man nicht viel ergänzen, und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt gelandet, den ich noch erwähnenswert finde. Jetzt gar nicht so sehr mit Blick auf das Spiel gegen Marokko, sondern generell, weil wir darüber im Rasenfunk bisher noch nicht gesprochen haben. Nämlich, es geht ja bei diesem Turnier natürlich um Sport, aber auch um viele Dinge, die mit Vorbildfunktionen, mit gesellschaftlichen Funktionen zu tun haben. Egal, wie man da selbst persönlich zusteht, ist es auffallend, dass dieses Thema viel, viel präsenter ist bei diesem Turnier und in einer anderen Art und Weise thematisiert wird. Und das betrifft auch die Spielerinnen des DFB, denn die haben vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass sie sich an Common Goal beteiligen. Common Goal ist eine Initiative, bei der man 1% seines Gehalts für wohltätige Zwecke spenden kann. Da gibt es schon viele andere SportlerInnen, die mitmachen. Und auch die DFB-Spielerinnen haben sich entschieden, 1% ihrer Siegprämie zu spenden, eben diesem gemeinnützigen Zweck zuzuführen. Sie unterstützen zwei Mädchenfußballprojekte, Footballo Girls und Girl Power, die jeweils deutschlandweit am Start sind und den Frauenfußball von unten herausfordern. Und Merle Frohms, die eben auch in der Pressekonferenz mit Martina Voss-Tecklenburg saß, die wurde darauf nochmal angesprochen. Svenja Huth hatte das Ganze erst kürzlich in einer Pressekonferenz, wenn man so möchte, bekannt gegeben. Und das hier ist das, was Merle Frohms dazu sagt. Ja, es ist einfach das, was wir die letzten Monate und Jahre gefordert haben, eben, dass der Fußball nicht nur an der Spitze gefördert und entwickelt wird, sondern dass die breite Masse auch erreicht wird, dass wir junge Mädchen die Möglichkeit schaffen, in Vereine einzutreten, Fußball zu spielen, gefördert zu werden, Talente erkannt werden. Dass einfach ganz früh angefangen wird zu entwickeln, Möglichkeiten zu schaffen und es eben nicht nur oben an der Spitze bleibt. Und da sind wir nämlich bei einer ganz interessanten Debatte, die so im Vorfeld der WM schon ein bisschen angerissen wurde. Und ich glaube, die wert ist, darüber nochmal länger nachzudenken und das mitzunehmen. Also Merle Frohms sagt es ja hier, nicht nur die Spitze fördern, sondern vor allem an der Basis auch eben für gute und bessere Bedingungen sorgen. Also statt Equal Pay, Equal Play ist ein bisschen das Stichwort dazu. Und da kann man sich ja durchaus die Frage stellen, wohin entwickelt sich der Frauenfußball aktuell und was kann man da auch quasi an diesem Turnier, das ja ein Turnier der Rekorde ist und sein wird, was kann man daran ablesen? Und da kann ich euch, also ich habe selbst dazu etwas gesagt bei Deutschlandfunk Nova, das kann ich verlinken in den Shownotes, aber sehr ans Herz legen möchte ich euch da zwei Texte, die ich mit großem Genuss gelesen habe. Zum einen in der Taz von Alina Schwärmer, die kennt ihr aus dem Tribünengespräch zur Zukunft des Fußballs, da habt ihr ja auch schon mitbekommen, wie Alina in der Lage ist, diese Komplexität des Fußballs und seiner Verwobenheit mit unserer Welt darzustellen. Den möchte ich euch sehr empfehlen, wo sie eben auch die Frage stellt, ob das jetzt so schlau ist, wenn der Frauenfußball als Erfolgsfaktor wieder Wachstumszahlen nimmt. Es ist wie immer die Frage, wie realistisch es ist, sich davon zu lösen, denn der Fußball ist ja auch eingebettet in einer Welt, die sich an Wachstum orientiert. Aber die aufgeworfenen Fragen im Text und auch die Beispiele, die Alina nennt, sind wirklich sehr wichtig zu wissen und werfen auch nochmal einen Blick zum Beispiel auch auf den australischen Frauenfußball. Das hatten wir ja auch schon mal in einer der Sendungen mit Annika thematisiert vor dieser Weltmeisterschaft. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie eben nicht alles, was an der Spitze gut aussieht, bedeuten muss, dass jetzt nachhaltig von unten etwas sich entwickelt. Und eben die Frage ist, sind es wirklich die Rekorde, die da weiterführen? Und eine ähnliche Frage hat sich auch Anna Dreher gestellt in einem Essay, den sie vor der WM veröffentlicht hat. Ich weiß leider gerade gar nicht, ob er vor oder hinter der Paywall der Süddeutschen Zeitung liegt. Ich werde ihn verlinken und dann hoffe ich, dass ihr alle drauf zugreifen könnt. Denn da hat sie eben auch nochmal anlässlich dieses Turniers der Rekorde eben die Frage gestellt, wie entwickelt sich der deutsche Fußball?
Im Tagesspiegel ist dazu auch ein interessanter Artikel erschienen, den habe ich allerdings leider noch nicht komplett gelesen, den habe ich bisher nur angelesen und ich glaube, der liegt auch hinter einer Paywall. Da wird zum Beispiel der direkte Vergleich gemacht zwischen dem FC Bayern und den Spielerinnen von Turbine Potsdam. Die einen machen nochmal Standardtraining auf einem perfekt getrimmten Rasen nach dem Training, denn die Spielerinnen sind ja jetzt gerade schon in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Und die anderen, nämlich Turbine Potsdam, mussten ihr Training abbrechen, weil die Rasensprenger des öffentlichen Platzes, auf dem sie trainieren, nicht funktioniert haben und deswegen das Gras so trocken war, dass eine Verletzungsgefahr herrschte. Also das sind die zwei Welten, die parallel existieren und hier sind wir ja noch im Leistungssport. Hier sind wir ja noch gar nicht im Breitensport, wo man wiederum feststellen kann, in den letzten 5 Jahren hat sich, glaube ich, die Zahl der Mädchenfußballvereine im Amateursport halbiert. Bisschen das mit Vorsicht genießen, das zitiere ich gerade aus dem Kopf. Definitiv ist sie aber zurückgegangen. Gleichzeitig gibt es zwar die Möglichkeit, auch als Mädchen in jungen Teams lange mitzuspielen und auch gerade viele Nationalspielerinnen haben das ja auch gemacht und es gibt auch gute Gründe, warum das vielleicht auch von Vorteil sein könnte. Aber ja, ihr könnt euch ja mal mit Mädchen vom Land unterhalten, die gerne Fußball spielen wollen würden, welche Möglichkeiten die da eigentlich haben. Also da liegen doch große Themen, die wir besprechen müssen und die wir, glaube ich, immer wieder in den Rasenfunk heben sollten. Und deswegen wollte ich es an der Stelle auch machen, weil schön und gut, morgen geht's los mit dem Sportlichen und da werden wir natürlich auch das Sportliche thematisieren. Aber diese Dinge sollten wir nicht ganz aus dem Blick verlieren, selbst wenn auch wir hier im Rasenfunk ja vom Wachstum des Frauenfußballs profitieren, dazu beitragen, vielleicht indirekt und das ja auch hier immer wieder thematisieren. Es hat eben, wie so alles in der Welt, alles auch seine Widerhaken. Das war der Monolog, der euch noch gefehlt hat zu eurem Seelenheil. Das hoffe ich zumindest. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch für das bisher überragende Feedback zu allen Sendungen. Es macht sehr, sehr viel Spaß, diese Sendung aufzunehmen. Und please keep it coming auf allen Kanälen. Mitmachen.rasenfunk.de, in Social Media und natürlich auch bei YouTube. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Unterstützung. rasenfunk.de/supportersclub. Da könnt ihr uns unterstützen. Und damit finanziert ihr alles, was wir hier tun. Auch solche Monologe. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ich bin gespannt auf den morgigen Spieltag. Und dann hören wir uns wieder. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.